Man kann eine Ebene im dreidimensionalen Raum mit nur einer Gleichung beschreiben. Und in diesem Video wollen wir verstehen, warum das so ist und wie wir aus der Koordinatengleichung auch wieder in eine geometrischere Form zurückkommen können, nämlich die normalen Formen. Und mit der wollen wir auch direkt starten, um zu verstehen, wie man denn auf die Koordinatengleichung einer Ebene kommen kann. Bei der normalen Form haben wir ein geometrisches Bild für die Ebene im Kopf, nämlich wir haben einen Punkt auf der Ebene und den normalen Vektor, der senkrecht auf der Ebene steht. Und wir können in der normalen Form eben testen, ist mein Punkt x in meiner Ebene? Das ist genau dann der Fall, wenn der Verbindungsvektor von meinem Punkt p zu x senkrecht auf n steht. Ja, so können wir eine Ebene beschreiben und das ist geometrisch irgendwie auch verständlich. Aber wie die Ebene durch eine Gleichung beschrieben werden soll, ist geometrisch nicht so leicht nachzuvollziehen. Deshalb machen wir das jetzt an einem konkreten Beispiel. Wir schauen uns die Ebene an, die durch diese normalen Form hier beschrieben wird. 1, 0, 4 als Punkt und 2, 0, 1 als normalen Vektor. Also haben wir x minus unser Ortsvektor von dem Punkt mal dem normalen Vektor. Und zu der Koordinatengleichung kommt man jetzt relativ einfach, nämlich indem man einfach das, was hier steht, ausrechnet. Wir lösen hier zuerst mal die Klammer auf, indem wir ausmultiplizieren. Das geht beim Skalarprodukt genauso wie bei normaler Multiplikation. Das heißt, wir würden diese Gleichung schreiben als unseren Ortsvektor des Punktes x mal unserem normalen Vektor, also das mal das, minus der Punkt mal dem normalen Vektor. 1, 0, 4 mal 2, 0, 1. Und jetzt trennen wir einmal, wir lassen das hier auf dieser Seite stehen und diesen Teil bringen wir auf die andere Seite mit Plus und dann steht da x1, x2, x3 mal den normalen Vektor 2, 0, 1 ist gleich 1, 0, 4 mal 2, 0, 1. Und diese beiden Skalarprodukte rechnen wir jetzt aus. Dann kommt da raus auf der linken Seite 2 mal x1 plus 0 mal x2 plus 1 mal x3 ist gleich. Auf der anderen Seite kommt eine Zahl raus, weil da rechnen wir nur mit Zahlen, also 2 mal 1 hier plus 0 mal 0 plus 4 mal 1. Und das führt uns dann genau zu der Gleichung, die wir am Anfang gesehen haben. 2x1 plus x3 ist gleich 6. Und daran sehen wir, die Koordinatengleichung einer Ebene ist nichts anderes als die normalen Form aufgelöst. Und der Vorteil aber von der Koordinatengleichung ist, sie ist wesentlich kürzer und prägnanter. Und ich kann jetzt einfach testen, ob ein Punkt auf meiner Ebene ist, indem ich seine Koordinaten hier einsetze und nachprüfe, kommt da 6 raus. Ja, zum Beispiel mit 1, 0, 4 können wir das ja machen mal. Wenn ich da 1 einsetze und hier 4, dann steht da 2 mal 1 plus 4 gibt 6. Und ich sehe auch sofort zum Beispiel, dass ich hier die Zahl 0 einfach ändern kann und trotzdem noch auf der Ebene bleibe. Na, also die Koordinatengleichung einer Ebene ist extrem nützlich. Dazu später auch noch mehr. Jetzt schauen wir uns erstmal nochmal an, wie komme ich denn wieder zurück? Also wenn ich jetzt eine Ebene in der Koordinatenform habe, also durch eine Gleichung mit drei Variablen beschrieben habe, wie komme ich denn dann wieder zurück? Also zum Beispiel zu einer normalen Form oder die Parameterform. Hier nimmt man aber immer den Weg über die normalen Formen zurück. Erste Preisfrage ist, wie komme ich wieder auf meinen normalen Vektor? Und dabei sollte man sich jetzt zurückerinnern, wie man hier zu dieser Koordinatengleichung gekommen ist. Man hat ja den x-Vektor mit dem normalen Vektor multipliziert, also im Skalarprodukt genommen. Und das bedeutet, diese Zahlen, die hier vor den Variablen stehen, die sind genau die Koordinaten eines normalen Vektors der Ebene. Das heißt, wir können direkt aus der Koordinatengleichung einen normalen Vektor ablesen, nämlich 1, minus 1 und 6. Einfach die Zahlen vor den Koordinaten abgeschrieben. Jetzt fehlt halt für die normalen Form einfach nur noch ein Punkt. Und da gibt es ein bisschen Probleme, weil wir haben mal wieder eine Wahl. Ja, jeder Punkt auf der Ebene kommt ja als Punkt für die normalen Formen in Frage. Das heißt, wir dürfen uns hier einen aussuchen und immer wenn wir uns was aussuchen dürfen, ist es ratsam, viele Nullen zu wählen. Also fangen wir mal an und setzen Koordinaten 0 so lange, bis wir keine Wahl mehr haben. Wir fangen jetzt mal an bei x3 und das auf 0 zu setzen. Dann steht da x1 minus x2 muss minus 1 sein. Heißt, wir haben immer noch eine Wahlfreiheit, weil wir noch zwei Variablen drin haben. Dann setzen wir zum Beispiel noch x2 auf 0 und dann steht da, okay, dann muss x1 aber minus 1 sein. Ja, wenn ich x3 und x2 auf 0 setze, muss ich, um auf der Ebene zu sein, x1 gleich minus 1 haben. Und das bedeutet, mein Punkt wäre zum Beispiel minus 1, 0, 0, den ich da wählen kann.
Ich kann aber auch einfach andere Zahlen wählen, die diese Gleichung erfüllen und kriege einen Punkt auf meiner Ebene. Und so schnell sind wir jetzt wieder von der Koordinatengleichung zurück zur normalen Form gekommen. Die wäre jetzt in diesem Fall zum Beispiel x minus minus 1, 0, 0 mal dem normalen Vektor, den wir haben, 1 minus 1, 6. Du siehst also, eine Gleichung mit drei Variablen beschreibt tatsächlich eine Ebene und man kann sehr einfach zurück zu der normalen Form gelangen. Die Koordinatengleichung ist aber deshalb so nützlich, weil sie eben ganz kompakt die Ebene beschreibt. Und das macht man sich bei vielen Problemen mit Ebenen zunutze, zum Beispiel, wenn man eine Ebene zeichnen möchte. Und das zeige ich dir in meinem nächsten Video von der Playlist Ebenen, die hier verlinkt ist.